1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer letzten Ausgabe im Jahr 2004. Ab morgen gehen wir in die Weihnachtspause. Also, wenn ihr gerne heute mit mir reden wollt, heute Nacht mit mir sprechen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt wie heute Nacht? Der heißt Erik und ist 35. Hallo Erik. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Da versuche ich es einmal und klappt gleich. So, siehst du, so ist es doch toll. Das beim letzten Mal. Okay. Um was geht's? Ich möchte die Geschichte, die ich jetzt zu erzählen habe, mal der vermisste Vater und Behördenchaos nennen, um nicht zu viel am Anfang zu verraten. Bitteschön. Okay. Am 2.12. habe ich einen Anruf gekriegt von einem Arzt, dass mein Vater im Krankenhaus war und abgehauen ist. Der hat sich also die Papiere geben lassen, ist weg. Grund dafür ist mir klar, der ist Alkoholiker, ne, der hat es nicht mehr ausgehalten nach 4 Tagen. Da war er auf Entzug und musste wieder ein bisschen Alk haben. Ja. Gut, der lebt in einer anderen Stadt, deswegen ich wusste von nichts und reingebracht hat ihn einen Freund. Ja. So, am 15.12., also fast 14 Tage später, ruft mich meine Schwester an. Der Freund macht alle Leute kirre, mein Vater wäre weg. Der hat ihn seit Tagen nicht gesehen und da ich der Einzige bin, der einen Wohnungsschlüssel hat, bin ich hingefahren und habe halt schon gedacht, mit der Krankenhausgeschichte Lungenentzündung, dem ist was passiert. Der liegt möglicherweise da tot in der Wohnung und... Der Vater war, ich muss unterbrechen, nachdem er aus dem Krankenhaus abgehauen war, ist er nach Hause wieder gegangen. Genau, dann habe ich auch gesprochen am Telefon, da war alles in Ordnung, er wollte zum Arzt gehen. So, und der Kontakt bestand zwischen deiner Schwester und dem Freund zu deinem Vater. Genau. Ja, und dann plötzlich sagt er am 15., der Vater ist auch von zu Hause weg. Genau, der ist doch nicht mehr auf. Ja. Also die sehen sich normalerweise täglich, aber wie gesagt, der war nicht mehr da. Dann bin ich halt auch von hier aus mit dem Zug in die Stadt gefahren, wo dein Vater wohnt. Und habe halt schon das Schlimmste gedacht. Ich hatte noch angerufen, den Hausarzt, der hatte den seit November nicht mehr gesehen, den Lungenfacharzt, weil er halt mit der Lungensache da war, da wollte er eigentlich hingehen, der hat den seit September nicht mehr gesehen. Ich habe in dem Krankenhaus vorher noch angerufen, da ist er auch irgendwie nicht gewesen, wo er halt vorher war. Also ich halt hin mit dem Reserveschlüssel, den ich habe. Ich habe gedacht, der liegt tot in der Wohnung, macht die Wohnung auf, ist aber keiner da. Also und schon schlimme Befürchtungen hattest du. Ja. Was ist nun geschehen? Wo ist der Vater? Okay, ja, ich habe alles abgesucht und habe dann den Freund aufgesucht. Und der hat mir gesagt, mein Vater ist seit dem 8.12. vermisst. Den Freund von deiner Schwester? Nee, das ist der Freund von meinem Vater. Der Freund von deinem Vater. Aber der hatte wohl eine Telefonnummer von meiner Schwester und mich hat er nicht erreicht. Ist ja egal, das ist auch... Okay. Vermisst ist mein Vater seit dem 8.12.2004. Ja. Das ist genau, das wäre der Geburtstag meiner Mutter gewesen, hätte sie sich nicht selber vor 1,5 Jahren vor den Zug geschmissen und Selbstmord begangen. Jetzt habe ich natürlich gedacht, das war irgendeine Kurzschlussreaktion. Der ist seitdem einsam, alleine. Ne? Der kam nicht damit klar, dass er sein Leben alleine verbringen muss und dass irgendwas passiert. Dann bin ich also an dem 15.12. gleich zur Polizei gegangen und habe den als vermisst gemeldet. Und der Freund hat mir gesagt, er selber hatte auch schon die Polizei informiert und die hätten mal am 10. oder 11.12. bei ihm geklingelt, ob er da ist. Gut, bin ich halt zu Kripo und die haben halt gesagt, ja, der macht eine Sauftour, ist mit einer Frau weg in Urlaub, Krankenhaus, was halt normalerweise so ist. Haben dann auch sich richtig gekümmert, also haben überall angerufen, den Taxiunternehmer, den er zuletzt gefahren hat, von der Kneipe, wo sie da zuletzt waren, nach Hause und so, aber wo er vielleicht hingefahren ist. Und ich habe denen aber schon gesagt, also ich vermute einen Selbstmord, ne? Sie können mir da alles erzählen, aber mein Vater ist so krank, der kann sowas nicht machen, mit einer Frau rumziehen oder was weiß ich, der ist auch, der war verwahrlost. Also, so, jetzt verkürzen wir das mal. Ja, jetzt, jetzt will ich wissen, was mit deinem Vater los ist. Was ist mit deinem Vater los? Gestern waren wir in der Wohnung, haben ihm Geburtstagsgeschenk hingestellt, weil er eigentlich Geburtstag gehabt hätte. Was ist mit deinem Vater los? Ich habe heute einen Anruf gekriegt vom Ordnungsamt, ob ich wüsste, dass mein Vater tot ist. Die Kripo hat nämlich, weil sie keine Verwandten ermitteln konnte, die ganzen Unterlagen ans Ordnungsamt gegeben, damit die Wohnung auflösen, die Bestattung einleiten, solche Sachen. Der Vater ist tot, haben die gesagt. Was ist geschehen? Was hat er gemacht? Er hat sich auch von Zug geschmissen, so wie ich gedacht habe. Er hat sich auch von den Zug geschmissen, so wie deine Mutter auch. Genau. Wie deine Mutter vor 1,5 Jahren. Genau. Und er hatte keine Papiere bei sich und nichts? Doch, er hatte Papiere bei sich.
Also während ich bei der Polizei saß und gemeldet habe, dass er vermisst ist, wussten die schon 5 Tage, dass er tot ist und waren nicht in der Lage mehr, das zu sagen. Ja, obwohl, also Papiere heißt, er hatte schon einen Personalausweis dabei. Personalausweis. Über den man hätte dich erreichen können oder herauskriegen können, wer der Sohn ist und wer die Verwandten sind. Ja, warum das nicht geklappt hat, ist mir ein Rätsel, ja, weiß ich nicht. Also, das heißt, deine Empörung besteht darin, einmal der Schmerz, der Vater hat sich das Leben genommen. Und die Empörung darin, dass die Behörden nicht imstande waren, dich ordentlich zu informieren. Genau, dass die Schutzpolizei bei ihm klingelt, obwohl er schon tot ist. Mhm. Dass am 15.12. ich da sitze, die Kripo weiß, dass er tot ist und mir trotzdem eine Vermisstenanzeige mich aufnehmen lässt. Oder klar, der hat jetzt auch nicht nachgeguckt, der hat jetzt keine Liste gehabt. Mhm. Und am 17.12. mir das Ordnungsamt telefonisch dann mitteilen muss quasi, dass sie den Zettel von mir gefunden haben in der Wohnung mit meiner Telefonnummer drauf, den ich 2 Tage vorher da hingelegt habe. Wie schlimm. Und das Ganze, die Auflösung ist, das war ein Tippfehler. Die Leichenliste, die Kripo hat, da fehlte der letzte Buchstabe des Nachnamens. Dass der einen einzigartigen Vornamen hat oder der Name. Ach so. Das heißt, die Behörden sind gar nicht schuld. Das ist wirklich ein schrecklich trauriges Versehen in diesem ganzen Unglück. Ja, wenn man, also wie gesagt, mein Vater hat eigentlich einen einzigartigen Namen. Also selbst wenn da ein Tippfehler drin ist, ich meine, bei vielen Müsste man das nochmal nachgucken und ja. Ist dein Vater, der ist auch jetzt noch nicht beerdigt, ne? Nee, da musste ich heute das alles in die Wege leiten. Wie war denn deine Beziehung zu deinem Vater? Also ich nehme das alles relativ gefasst, weil er ist zum Teil schuld an dem Selbstmord meiner Mutter, weil er hat uns beide oder die Familie 24 Jahre kaputt gemacht. Jeden Tag abends ist er besoffen nach Hause gekommen, hat rumgeschrien und ich habe gefühlsmäßig eine Distanz zu meinen Eltern entwickelt. Bin ich auch abgestumpft, keine Ahnung. Also ich bin da. Also das heißt, deine Trauer hält sich in Grenzen. Ja. Obwohl das alles jetzt sehr schrecklich ist und schlimm. Und weißt du denn die näheren Umstände, wo er das gemacht hat und wie das war? Und hat man dir da was erzählt? Ich saß sogar in einem der Züge, die deswegen 1,5 Stunden Verspätung haben. Also wir haben, das ist halt nur, man sitzt in dem Zug, die Leute sagen, wenn er noch nicht tot ist, dann haue ich dem eine rein und ich sitze in dem gleichen Zug, wo die Leute sich alle aufregen und dadurch den Selbstmord meiner Mutter bin ich dann natürlich auch vorsichtiger als die Leute und erfahre heute dann, jetzt heute Abend dann genau welche Uhrzeit das war. Und hast das rekonstruiert und hast gedacht, Mensch, da war ich ja indirekt betroffen von. Genau. Ja, aber du musstest jetzt nicht ihn identifizieren, sofern das überhaupt noch möglich gewesen wäre. Also zwei Sachen, die ich positiv finde an der ganzen Geschichte, ist, in beiden Fällen ist die Identifikation anhand der Papiere geschehen. Es musste also keiner von uns sich da die makabra, also wir wissen es nicht, wie es aussieht, aber mein Onkel hat sowas mal miterlebt und er sagt halt, ne, man muss die Teile wirklich einsammeln. Und wir mussten uns das beide nicht angucken, also keiner der Verwandten. Und in beiden Fällen ist der erfasst worden, ohne dass der Lokführer was gemerkt hat. Und darüber bin ich sehr erleichtert, weil ich finde es einfach grausam, wenn Leute das als Geisterfahrer oder jetzt ihr so mit dem Zug sich umbringen und da andere Leute noch mit reinziehen. Das ist ganz grausam. Ja. Ich habe hier schon mal mit einem Lokführer gesprochen, der sagte mir, ich habe dem Mann in die Augen gucken müssen. Der stand plötzlich auf den Schienen und ich konnte nichts machen, weil du kannst ja einen Zug nicht so schnell abbremsen. Ja. Das ist ganz schlimm. Das ist auch ganz, ich finde, sehr verurteilenswert. Also ja. Und deswegen bin ich auch froh, dass da... Also entweder hat das kein Lokführer gemeldet oder was ich hoffe, es hat nie keiner gemerkt. Naja, im Nachhinein werden die das schon rauskriegen, was da los war. Und der wird das schon erfahren, dieser Lokführer, dass er da... Die wissen manchmal nicht mal, welcher Zug das ist. Wenn das geregnet hat oder so, dann ist nicht mal irgendwann, sieht man am Zug selber auch nichts. Also wenn man da direkt unter die Räder gerät oder so, keine Blutspuren, nichts. Ah, ist das makaber. Er hat auch nicht irgendetwas irgendwo hinterlassen und noch was aufgeschrieben für euch? Gar nichts? Nee, der war so betrunken immer, da war nichts mehr zu erwarten. Das heißt, jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Die Beerdigung wird voraussichtlich dann noch vor Weihnachten sein, vermute ich? Nein, wir regeln das anders. Es wird eine Verstreuung, das geht in Deutschland, aber ist hier sehr hässlich gemacht. Das hat sich meine Mutter damals gewünscht, haben wir mit meinem Vater auch gemacht. Passiert in Holland und es kann innerhalb eines Jahres passieren. Also eine Verstreuung? Ja. Was heißt das genau? Die Asche wird jetzt nach Holland gebracht. Ja. Dort wird, wird der Leichnam verbrannt. Ja. Und dann kann man innerhalb eines Jahres einen Zeitpunkt sich auswählen, wo man da im Wald die Asche verstreut. Das geht in Deutschland das geht in Deutschland auch. Also ich weiß von unserer Stadt, da gibt es eine Wiese, aber da wird dann gleich mit einer Walze. Mit so einer Walze, genau. Fahren die gleich über die Wiese rüber, damit die Asche ja nicht durch die Luft fliegt. Also das ist in Holland viel besser gelöst. Also da bleibt die Asche liegen, da kann man ja später hingehen und sieht die Asche noch und so. Ja. Also
Würdest du sagen, dass das jetzt auch dieser dramatische Vorfall deine Weihnachtsgefühle gar nicht sehr gravierend beeinflusst? Nein, weil ich meinen Vater selbst an seinem Geburtstag nicht gesehen habe, sondern ihm nur was hingestellt habe, weil er war ja auf Kneipentour, ich habe ihn dann gar nicht gesehen. Mhm. Und Weihnachten ist halt auch immer so gewesen, dass er meistens irgendwo rumgezogen ist, man hat ihn gar nicht erreicht. Mhm. Er war irgendwann in der Kneipe, die haben ja auch alle offen. Weißt du, in deinem Fall jetzt, wo du emotional so weit weg bist, war das ja vielleicht nicht so ganz schlimm, dass dieser Behördenfehler unterlaufen ist. Aber wenn jetzt eine ganz nahe Verbindung bestanden hätte, ist das, glaube ich, hochdramatisch. Ja. Das heißt, glaube ich, das ist hochdramatisch. Das ist ganz schlimm. Das darf eigentlich einer Behörde nicht passieren. Da müssen sie dreimal gucken, ob der Name richtig geschrieben ist. Ne? Eigentlich schon. Also ich bin auch, wie gesagt, froh, dass ich da diese Distanz habe, weil sonst würde ich verrückt werden. Also meine Schwester ist da ein bisschen näher dran und die hat wirklich gelitten. Die wollte den suchen gehen irgendwo. Ja. Und so. Und dann ist es natürlich, man setzt Gott und die Welt in Bewegung. Ja. Umsonst. Ja. Lieber Erik, ich wünsche dir dann trotz allem, was jetzt passiert ist, aber ich merke, dass es gar nicht so ganz schlimm ist, wünsche ich dir schöne Weihnachten. Ja, danke. Und einen guten Übergang ins neue Jahr. Ja, danke schön. Dem ganzen Domian-Team auch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Erik. Tschüss. Jo, ihr Lieben, 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder meldet mir unter domian@wdr.de. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Und hier ist jetzt die Tina. Und Tina ist 38 Jahre alt. Hallo, Tina. Hallo, Domian. Hallo, Tina. Dein Thema. Mein Thema. Ich habe eine Beziehung seit 3 Jahren. Mhm. Und habe vor ein paar Monaten auf einem Zettel und Telefonrechnung Wahlwiederholung eine Telefonnummer von einer G-Line gefunden. Mhm. Habe meinen Freund darauf angesprochen. Er hat gesagt, er war das nicht, er weiß nicht, wie das da drauf kommt. Mhm. Waren aber monatlich immer um die 120 Euro drauf auf der Telefonrechnung. Ja, also G-Line, erklär mir mal, ist eine schwule Leitung, homosexuelle Leitung. Ja, ich denke mal dann aber auch mehr für B, weil... Oder so, ja, natürlich, ja. Mhm. Ja. Er hat mir dann versprochen, er macht es nicht mehr, dann hat irgendwann mal so halbwegs zugegeben, dass er da angerufen hat, er wüsste aber nicht warum, er wird sich aber mit diesen Männern auch nicht verabreden, er telefoniert nur mit denen. Mhm. Und wir wollten jetzt zusammenziehen, wollen in 4 Wochen heiraten. Oh. Und vorgestern habe ich dann auf seinem Handy wieder eine Nachricht gefunden von einem Mann, hast du Zeit? Und dann habe ich den Mann angerufen, weil ich endlich mal Gewissheit haben wollte. Mhm. Und dann hat er gesagt, also der wusste unsere vollständige Adresse beziehungsweise seine und der hat gemeint, ja, der wollte mich gestern Morgen sehen und zu guter Letzt hat er mir dann noch nach langem Bitten, weil ich wissen wollte, was hat er praktiziert, weil ich mir gar nichts so drunter vorstellen kann, weil er halt doch sehr männlich ist in meinen Augen, dass er wohl beim Sex mit den Männern auch noch Strumpfhosen trägt. Und jetzt bin ich sowas von daneben, ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ob ich jetzt nur noch der Schein bin, ob er mich liebt, ob er sich jetzt irgendwann mal ganz zur Frau, ich weiß nicht, was ich drei denke. Jahre zusammen. Er redet nicht mit mir. Und 3 Jahre zusammen. 3 Jahre hundertprozentig davon ausgegangen, das ist ein 150-prozentiger Hetero. Und 350-prozentiger Hetero. Wir haben öfters mal darüber geredet, er hat über andere gemeckert, Barbie schwul und das macht doch alles nichts und es ist schlimm und die Menschen sind auch, also ich habe absolut nichts dagegen, das ist für mich auch total böse. Ja, die am meisten schimpfen, die sind am ehesten heimlich, ne, und verkappt. So, und du bist auch davon ausgegangen, dass er dir treu ist die ganze Zeit, egal jetzt ob mit Mann oder Frau. Naja, so eine Frau ist wohl 1-2 Mal dazwischen geflutscht. Also. Da waren wir mal kurzzeitig also in der Beziehung meines Erachtens war er treu. Gut. Aber und jetzt die dramatische Situation, ihr steht kurz vor der Hochzeit. Hm. Ein paar Wochen vor der, 4 Wochen vor der Hochzeit, sagst du? Ja. Und dann kommt sowas raus. Hast du ihn denn jetzt mit dieser neuen Information konfrontiert, dass du das rausgekriegt hast? Ich habe ihn, also vorgestern habe ich mich mit diesem Mann getroffen, weil ich nicht geglaubt habe. Der hat mir die SMS gezeigt, die er ihm auch geschrieben hat, halt, dass er dabei Strumpfhosen tragen will. Du hattest so ein bisschen schon in dem Handy von deinem Freund rumgestöbert, was natürlich auch nicht die feine englische Art ist, aber das hast du gemacht, ne? Nee, also das erste Mal, wo ich es gefunden habe, war es ein Zettel, der lag mitten auf dem Couchtisch und da war diese Nummer drauf und da habe ich schon angerufen. Ja. Und dann, klar, man will es ja wissen, weil er nicht mit mir geredet ist. Ja, ich habe immer zu ihm gesagt, hallo, wenn du Bi bist, müssen wir einen Weg finden, vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Ja. So, oder jetzt hast du dich mit dem, jetzt hast du dich mit diesem Mann getroffen. Ja. Und der hat das alles nur bestätigt, dass die eine sexuelle Beziehung haben, dein Freund. Nee, er hatte sich mit ihm noch nicht getroffen. Ach so. Also, die hatten noch nichts. Und woher weiß der das mit den Strumpfhosen? Weil meiner ihm das gesimst hat, dass er dabei keine Strumpfhosen tragen möchte. Damenstrumpfhosen. Ja, ich denke mal, ja, wahrscheinlich. Strumpfhosen gibt es ja nicht, ne?
So, jetzt versetze mich gerade in deine Situation. Du triffst dich mit irgendeinem wildfremden Mann, der erzählt dir seine Hammer-Story über deinen Freund. Mhm. Und ihr wohnt zusammen, ne? Noch nicht. Noch nicht. Jetzt im Januar. Na, okay, aber man kommt dann irgendwie zurück und trifft sich und trifft aufeinander. Ja. Was hast du ihm denn da gesagt? Was ich gesagt habe? Ja. Wie er mir das erzählt hat? Nein, nachdem du deinen Freund dann getroffen hast, nachdem du das erfahren hattest. Nee, den habe ich heute Nacht angerufen und hat nur gesagt, dass ich es wieder bestätigt habe, dass ich mich mit einem unterhalten habe. Aber das mit den Strumpfhosen habe ich nicht gesagt, weil ich nicht so in die Ecke drängen will und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ach so, wir halten es fest. Mit deinem Freund noch gar nicht persönlich gesprochen, nachdem du dich mit diesem fremden Mann getroffen hast. Nee. Ach so. Ich sitze hier schön brav zu Hause, obwohl ich eigentlich bei ihm sein sollte, aber ich kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber dein Freund weiß, dass du dich mit dem getroffen hast. Das hast du mir am Telefon gesagt. Weiß er, ja. Wie hat er denn am Telefon darauf reagiert? Er hat es nicht zugegeben, er war ganz ruhig und ich habe dann gesagt, am Telefon würde ich jetzt an deiner Stelle jetzt auch nichts sagen. Wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag und überlegte bis dahin, was du machst, weil ich. Wohnt ihr weit auseinander? Ja, 70 Kilometer. Ach so. Also da kann man nicht mal eben schnell mal rübergehen und reden. Geplant ist jetzt ein Treffen für morgen. Jo. Mhm. Ich bin überzeugt, er setzt sich hin und streitet es ab und ich kann das doch nicht mein Leben lang ignorieren. Das geht doch nicht. Nee, also was ich jetzt finde in dieser Situation, dass da musst du ihn zwingen, er muss die Karten auf den Tisch legen, was da los ist mit ihm, was er da macht, was für ein Doppelleben. Schluss machen und gehen. Bitte? Der wird dann eher gehen, glaube ich. Meinst du? Ich habe so das Gefühl, dass er sich für sich selber schämt, dass er damit gar nicht selber klarkommt. Ich denke mir die ganze Zeit, vielleicht schaffe ich das, vielleicht kriege ich das hin, vielleicht kann ich damit leben. Die Voraussetzung, um mit so etwas zu leben, ist, dass man ganz ehrlich ist, damit du genau weißt, was da los ist und das einordnen kannst. Das heißt, das ist die absolute Notwendigkeit, dass der die Karten auf den Tisch legt. Wenn er sich da weigert, es zu tun, sehe ich für eure Beziehung aber ganz rabenschwarz und würde die Hochzeit auf jeden Fall verschieben. Auf jeden Fall. Bevor da nicht eine Klärung stattgefunden hat. Ich weiß, das ist natürlich schwierig. Eine Hochzeit das muss organisiert sein und die Verwandten sind eingeladen und weiß ich was alles. Ach, das ist das Wenigste. Das ist das Wenigste. Ich bin da, wo ich seit 3 Jahren hin will und nun kommt so ein Hammer. Das war gar nicht so das Dramatische. Diese Strumpfhose hat mich so aus der Bahn geworfen. Ja, ich denke, ist er jetzt auf dem Wege zur Frau? Nein. Da, also, ich finde, das macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ob der nun dann auch nur eine Strumpfhose. Mich schon, wenn ich überhaupt nicht mehr, ich weiß ja nicht, wenn er mich überhaupt nicht mehr. Liebt eine Frau und liebt einen Mann. Und wenn er denn eine Strumpfhose trägt, habe ich Angst, dass er dann nur. Nein. Weiß ich nicht. Nee, was meinst du, wie viel heterosexuelle Männer darauf stehen, auf Damenstrumpfhosen stehen? Die anzuziehen. Also das ist jetzt kein Indiz dafür, dass du Angst haben musst, der mutiert jetzt zum Transvestiten oder zum Transsexuellen oder sowas. Keineswegs. Ja, ich möchte nicht so eine Scheinfrau sein. Ich möchte schon mir sicher sein und ich bin so. Deswegen musst du mit dir. Ja, das kann ich auch verstehen. An deiner Stelle wäre ich auch völlig irritiert und auch sauer, weil der dich einfach beschissen hat. Bin ich gar nicht. Sauer bin ich überhaupt. Warum nicht? Ich bin traurig und enttäuscht und kann ich nicht erklären. Bin ich sauer? Na gut, umso besser, wenn du nicht sauer bist. Ich kann es nicht verstehen, weil ich ihm immer so entgegenkomme und mit ihm reden will und so, das ist ja für ihn letztendlich die beste Voraussetzung. Das ist ja letztendlich für ihn die allerbeste Voraussetzung, daraus jetzt noch das Beste zu machen, wenn du nicht mal sauer bist, du bist nur traurig und verletzt. So, dann verlange, dass der dir klar erzählt, was er will, was er tut, was für Ambitionen er hat, was er von dir will, wie er die Sexualität mit dir findet. Es kann ja durchaus sein, es gibt es ja alles, dass der dich heiß und innig liebt, dass er auch mit der Sexualität mit dir zufrieden ist. Wie ist denn eure Sexualität? Bist du damit zufrieden, wenn ihr miteinander schlaft? Ich bin super zufrieden und er sagt auch immer, ich wäre die liebste Frau und die beste und der hätte alles, was er bräuchte. Offensichtlich stimmt das ja nicht ganz. Ich bin ja kein Mann, also das kann ich ja nun nicht. Was soll ich da tun? Okay. Es kann ja also nur sein, dass er dich sehr liebt. Es kann auch sein, dass er die Sexualität mit dir ganz toll findet und dass da irgendwie so eine kleine Insel in ihm ist, die gerne das leben möchte, ausleben möchte. Aber die ist dann aber sehr intensiv, wenn er jeden dritten Tag für 4 bis 5 Stunden. Das finde ich auch. Schon ein bisschen heftig. Ja, das finde ich auch. Wir stochen im Nebel im Moment. Du musst erst die Fakten wissen. Und wenn die Fakten klar auf dem Tisch liegen, dann kannst du für dich entscheiden, können wir uns irgendwie arrangieren,
könntest du sogar sagen, okay, dann geh ab und zu deinen Kerlen, solange die da keine Liebe im Spiel ist, sondern nur irgendwelchen Sex, kann ich mich mit arrangieren. Mhm. Gibt's viele Frauen, die das machen oder auch Männer umgekehrt. Aber dafür müssen wir erstmal wissen, was da los ist bei ihm. Das weiß ich gar nicht, er redet mir nicht. Ja, da musst du ihn jetzt zum Anfang war er aggressiv und hat gemeckert, mittlerweile guckt er mich nur an und schmunzelt so ein bisschen und ist einfach nur ruhig. Ja, aber würde ich mich gar nicht auf einlassen. Das ist ja ein Unding. Der muss jetzt reden. Das ist eine Pflicht dir gegenüber, eurer Beziehung gegenüber. Dass er zumindest dir die Wahrheit sagt, um was es geht, um was los ist. Mhm. Darauf musst du insistieren. Und dann musst du weitergucken. Und wenn er es nicht tut? Dann geh erstmal ein Stück von ihm weg und versuche ihn so damit zu zwingen. Was ist denn das für ein Typ, wenn er dir nicht mehr die Wahrheit sagt, was los ist mit ihm? Das ist ja, was mich so wundert. So, da muss er dir, auch wenn er dich liebt, du musst mir sagen, wenn du mich wirklich liebst, wenn dir was an mir gelegen ist, dann sage mir zumindest, was Sache ist. Und dann lass uns gemeinsam drüber sprechen, was los ist. Mehr kannst du doch gar nicht machen. Das ist doch schon ein ganz großer Zug von dir, dass du dich überhaupt so darstellst. Manch eine Frau hätte den sofort hochkant rausgeschmissen, weißt du? Kann ich nicht. Ja, ist ja auch okay, wenn du ihn so liebst. Ich finde es ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ich kann nicht mit Freunden reden, die würden sofort sagen, der ist pervers. Ja, umso besser. Genau. Ich meine, der hat ja gute Karten bei dir. Ich finde nur einfach, man sollte drüber reden und dann hätte es mir sagen müssen, wir sind keine 2 Wochen zusammen, wir sind 2 Jahre zusammen. Und er weiß, dass er mit mir reden kann. Also denke ich nur, er Tina, ich weiß es nicht. Nur ist leider, steht unsere Weihnachtspause vor der Tür. Mhm. Jetzt bitte ich dich nochmal, den Morgen wirklich den hart ranzunehmen, den Knaben, dass der dir sagt, was los ist. Und lass uns doch nächstes Jahr nochmal telefonieren. Das heißt, wir rufen dich nochmal an, wenn wir wieder auf dem Sender sind. Und dann können wir weiter beraten. Okay. Würde mich auch interessieren, wie es dann weitergeht, okay? Ja, mich auch. So machen wir es. Vorgucken. Alles Gute. Okay, trotz allem, was passiert ist, wünsche ich schöne Weihnachten. Ja, das werde ich mir trotzdem genießen. Du auch. Ja? Dankeschön, danke. Tschüss. Und hier ist Margot. Margot, 56. Hallo Margot. 56. Ich freue mich, dass ich aus Wien dazu gekommen bin. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Was für eine Ehre von uns aus Wien. Eine Anruferin aus Wien. Ja, die Sehnsucht danach war groß und ich freue mich richtig, dass ich da bin. Sind wir in Wien im Kabelnetz eigentlich? Ich bin über Satellit. Über Satellit, ah ja. Mhm. Über Satellit und schaue immer fast jeden Tag. Das ist ja schön. Und habe jetzt nach langer Zeit mich aufgerafft, das über E-Mail zu versuchen. Ja. Und ich freue mich, dass es halt geklappt hat. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, also ich fange an, vor 1,5 Jahren ist mein Mann gestorben. Mhm. Plötzlich innerhalb von 5 Minuten an einem Herzinfarkt. Mhm. Und ich bin eben 56, er war zu dem Zeitpunkt 75, also 20 Jahre älter, war aber ganz toll beieinander und 2 Wochen vorher noch beim Kardiologen, also es hat nichts darauf hingewiesen, dass er krank wäre oder sonst was. Mhm. Wir waren im Urlaub und er ist, wie gesagt, vom Schwimmen heraufgekommen, es war ihm nur ein bisschen nicht einmal schlecht, sondern Sodbrennen. Mhm. Und ja, also innerhalb von 5 Minuten. Das war der erste Schock, dass ich nach 32 Jahren Ehe innerhalb von 5 Minuten meinen Mann verloren habe, dabei war. Und dann noch, es war am Land, also im Salzburger Land, am Mondsee, 3 Stunden mit ihm alleine war und warten musste, bis da jemand gekommen ist und dann ihn im Sack abtransportiert hat. Und das war also ganz, ganz furchtbar. Konnte denn relativ schnell doch zumindest ein Krankenwagen kommen? Oder er hat eben gesagt, er hat Sodbrennen, war ein Gewitter und er hat gesagt, ich lege mich ein bisschen hin. Mhm. Und ich habe halt Hausarbeit gemacht, das ist ein kleiner Bungalow, der seiner Schwester gehört. Ja. Und dann bin ich reingegangen ins Zimmer, sage ich, kann ich was für dich tun? Hat er gesagt, nein, eigentlich geht's mir schon besser, aber ich bleib noch ein bisschen liegen. Ja, ich tue die Waschmaschine ausräumen und auf einmal höre ich so komisch atmen. Mhm. Ich bin sofort zum Telefon gelaufen und habe den Arzt dort angerufen, weil wir schon so viele Jahre dort sind, gekannt haben, und der hat gesagt, der kommt gleich. Der war innerhalb von 5 Minuten da, hat nur gesagt, ich soll ihm entgegengehen, weil er nicht genau wusste, wo der Bungalow ist. Mhm.
Und ich habe mir halt dann Vorwürfe gemacht, warum ich nicht noch einmal zu ihm ins Zimmer gegangen bin und in die Arme genommen habe, dass er weiß, dass ich da bin. Mhm. Aber ich bin halt dem Arzt entgegengelaufen. Ja, was ja auch richtig war und gut gemeint war, um, damit, ja, der Arzt das, damit aber, der Arzt schnell kommen konnte. Ja, und dann kommen wir beide ins Zimmer und dann war er schon tot. Und dann hat es 3 Stunden gedauert, bis dann... Ja, dann hat er gesagt, ja, er muss das alles irgendwie in die Wege leiten. Ist auch gekommen, nicht nur der praktische Arzt, sondern es ist auch so ein richtiger Notarztwagen mit allen möglichen Geräten. Mhm. Und dem hat festgestellt, dass nichts zu machen war. Mhm. Das, ich meine, für ihn wahrscheinlich ein super Tod, wenn man so will. Für ihn ein Glück, ja. Ein Glück. Schon, ja. Aber was jetzt halt noch mein zweiter, was heißt zweiter, weil mein daraus folgendes Problem ist, dass ich nicht allein sein kann. Ich war 32 Jahre mit ihm, was halt selten ist, in einer ganz, ganz tollen Beziehung, wo wir unheimlich viel Nähe gehabt haben. Habt ihr Kinder? Ich nicht, aber er hat 2 Söhne, die aber fast so alt sind wie ich. Ja. Nun ist das Unglück ja 1,5 Jahre schon her. Richtig, das heißt, in diesen 1,5 Jahren, das war die Hölle für dich. Bitte, jetzt habe ich... Ich sage, diese 1,5 Jahre, das war die Hölle für dich. Die sind noch immer die Hölle. Es war eigentlich am Anfang, war es eine tiefe, tiefe Trauer. Mhm. Und mit der bin ich viel besser umgegangen als jetzt mit der Trostlosigkeit. Mhm. Und ich habe zwischenzeitlich so nach einem Dreivierteljahr oder was, bin ich jemandem begegnet, wo ich die Stimme gehört habe und irgendwie hat mich da was berührt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich verliebt habe oder nicht. Also irgendwie hat sich da was in mir unheimlich zu dem hingezogen gefühlt. Ich habe das dem auch mich unheimlich überwinden müssen, weil das, wie gesagt, durch das ich 32 Jahre in toller Verbindung war, ja nie irgendwelche Leute habe ansprechen müssen oder habe ich dem das gesagt, weil ich mir gedacht habe, ich halte das nicht aus. Ja. Was ist daraus geworden aus dem Kontakt? Naja, der Kontakt war so, dass er zwar gesagt hat, ja, der war 12 Jahre jünger, er findet mich zwar recht nett, aber er ist eben nicht verliebt. Mhm. Es hat sich daraus eine ganz kurze Affäre ergeben, die aber eigentlich nur von mir richtig gewollt gewesen wäre. Und das hat sich bis heute jetzt erledigt wieder? Nein, und das hat sich schon vor einem halben Jahr oder was jetzt, oder... Also kurz nachher erledigt, indem er gesagt hat, nein, also kein Kontakt mehr. Hast du denn viele Leute um dich herum, Freundinnen, Bekannte? Das war halt jetzt auch noch eine Ohrfeige für mich, für mein Ego, für alles, dass ich praktisch jemanden irgendwie mein Herz geschenkt habe, der das eigentlich gar nicht wollte und der halt nur mit mir geschlafen hat, wahrscheinlich, weil er halt ja auch nicht gemerkt hat, dass ich das halt gern hätte. Und Vielleicht hast du es in der Not und auch in der Trauer zu schnell verschenkt. Ja. Ne? In der Hoffnung, vielleicht jemanden zu haben und wieder zu finden. Ich glaube, ich suche eigentlich immer nur Nähe. Ich weiß gar nicht, ob ich Sex suche, sondern. Ja, deswegen dachte ich gerade von, da wäre die, so freundschaftliche Ebenen wären vielleicht viel besser für dich. Ja, das kommt eben jetzt. Ich habe wahnsinnig viele Freundinnen. Ja. Ich habe viele, ganz viele auch Ehepaare. Alles ist eigentlich toll rund um mich. Aber ich fühle mich sowas von, wie soll ich sagen, ich fühle mich ausgebrannt nach, dass mich jetzt 1,5 Jahre oder halt außer diesem kurzen Intermezzo, was nichts war, niemand mehr berührt hat. Mir fehlt Nähe, mir fehlt in den Arm genommen zu werden und jemanden zu haben, der für mich da ist. Weißt du, was ich finde? Was sind 1,5 Jahre gegenüber 32 Jahre Glück? Ja. Ich finde das so normal noch, dass du so empfindest. Ja. Völlig normal. Aber ich leide wie ein Schwein. Ich glaube das. Viele würden ja vielleicht sagen, na gut, nur ist schon 1,5 Jahre rum. Ja. 1,5 Jahre sind gar nichts. Und ich gehe wahrscheinlich auch den Leuten um mich auch ein bisschen, merke ich vielleicht auf die Nerven, dass ich noch immer nicht drüber hinweg bin. Und ich glaube, dass es auch normal ist, unter Umständen, wenn es vielleicht noch länger dauert. Jeder Mensch trauert anders. Es gibt Menschen, die es nach einem Jahr schaffen und es gibt Menschen, die brauchen da 5, 6, 7, 8, 9 Jahre für. Ja. Es gibt keine Regel dafür. Ich finde das so normal, auch dass du so reagierst, wenn du vor allen Dingen sagst, dass ihr so glücklich verheiratet wart. Nein, und dass dieser Mann so abrupt aus deinem Leben herausgerissen worden ist. Wir waren fast 24 Stunden zusammen. Ja, dann ist es doch so normal. Weißt du, was ich ganz, ganz toll finde, Margot, dass du zumindest nicht isoliert bist, dass du deine Freundinnen und deine Bekannten hast. Ja. Versuche einfach, auch wenn dir das Herz noch so schwer ist und wenn das Gemüt noch so verdunkelt ist, versuche dich einfach
einfach mit den Leuten was zu unternehmen, an die ranzugehen. Ich bin so viel unterwegs. Das ist richtig. Kämpfe einfach dagegen an. Ich habe mich bei zwei Agenturen als Komparsin gemeldet. Ja. Ich bin in Filmen, Filmen, was man steht halt im Hintergrund. Aber ich bin unheimlich viel unterwegs. So, aber jetzt kommt noch ein Problem. Ja, aber ich will dich nicht unterbrechen. Ich wollte sagen, dass ich das auch ganz toll finde. Weißt du, es gibt auch Menschen, die in ihrer Trauer, ich will auch gar nicht drüber urteilen, sich gehen lassen, sag ich mal. Die so kraftlos werden, dass sie gar nichts mehr machen können. Nein, ich überwinde mich, ich gehe wahnsinnig viel weg, aber nicht jetzt unbedingt aus wirklicher Freude, weil ich mir denke, es muss sein. Genauso muss es sein. Es muss einfach sein, es ist keine Freude. Aber es muss sein. Und ich bin sicher, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben wird, wo du es auch mit etwas Freude machst, diese Sachen. Ja, und jetzt kommt eben noch etwas. Ich hab vor einem Jahr oder was mit Yoga angefangen, weil mir das auch gut getan hat. Jetzt hat dieser Yoga-Lehrer ein partnerschaftliches Problem gehabt und hat schon vorher gesehen, dass ich leide. Und hat immer wieder mal gesagt, na, dir geht's halt nicht gut und so, und hat mich halt kurz in den Arm genommen, aber nicht jetzt, weil er mich so irgendwie, sondern der ist sehr offen. Aus Nettigkeit heraus. Die sind auch, glaube ich, diese Leute, die Yoga machen, sind. Und jetzt hat sich durch viele Gespräche eine wirklich sehr, sehr gute und enge Freundschaft entwickelt. Aber keine Verliebtheit, sondern eine enge Freundschaft. Auch ein Glück. Ja. Auch ein Glück. Ein kleines Glück in dem großen Unglück, das du zu erleiden hast. Ja, aber jetzt kommt eben noch etwas. Und jetzt haben wir vor, weil wir beide nicht allein sein können und weil meine Wohnung zwar sowas von schön ist, aber mit so viel Zweisamkeit besetzt ist in allen Winkeln, dass ich das Gefühl habe, ich muss hier irgendwie raus. Das erdrückt mich irgendwie. Und jetzt sind wir am Suchen nach einer so Art Maisonette, wo jeder so sein Reich hat. Eine WG. So eine Zweier-WG. Ja, ja. Nur habe ich jetzt zwei Ängste. Einerseits, er ist ähnlich alt wie ich, er ist 57, schaut aber halt etwas extremer aus. Ist in seiner Art zu denken oder was ganz ein normaler Mensch. Er ist nicht so esoterisch angehaucht. Ich meine, ein bisschen natürlich, aber nicht jetzt so extrem. Aber hat halt lange schwarze Haare, schaut ein bisschen indianerisch aus. Was ist deine Angst? Nein, meine Angst ist, wenn ich jetzt wirklich mit ihm in eine Art WG ziehe, weiß ich, dass meine Freundinnen mich wahrscheinlich nicht wirklich verstehen werden, meinen Kontakt vielleicht etwas zurücknehmen werden. Ich sag dir eins, Margot, ich würde in diesem Fall, wenn du ein gutes Gefühl zu dem Mann hast und wenn du sagst, das ist ein guter Freund und das ist eine gute Freundschaft, und ich will einfach vielleicht auch um meinen Schmerz zu mindern, aus meinen alten vier Wänden rausgehen. Ja. Und suche mit dem zusammen jetzt eine große Wohnung, wo jeder so seinen Bereich hat. Dann mach es. Dann sollen die Freundinnen erstmal die Nase rümpfen, nach einer gewissen Zeit werden sie es auch verstehen. Ja. Ich finde, sage ich dir auch nochmal, auch das finde ich toll von dir, dass du diesen Elan hast, dieses Projekt anzugehen. Mach es mal. Ich habe aber fürchterliches Herzklopfen. Glaube ich. Aber weil ich auch nicht weiß, er richtet natürlich seinen Bereich wahrscheinlich ganz anders ein als ich, weil die haben halt Polster am Boden und Dinge, was aber alles ganz egal ist. Nur ich sage dir, wahrscheinlich niemanden dorthin einladen. Ach was, das geht auch. Also ich finde, ich möchte dir nochmal Mut machen. Ich finde dein Verhalten sehr richtig, in deinem Unglück so aktiv zu sein. Und pfeif auf die Meinungen der Freundin. Die werden sich auch schon dran gewöhnen, wenn die merken, dass das auch ein netter Mann ist. Jetzt rennt mir ein bisschen die Zeit hier weg. Weißt du, was ich gerne möchte? Ich möchte auch noch die Einschätzung von meinem Psychologen, von dem Peter, gerne hören. Ja. Das heißt, du kannst dich mit ihm jetzt auch nochmal unterhalten und dann kann er dir auch nochmal seine Meinung sagen. Ja. Okay? Ja. Okay. Also mach mal weiter so. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und geh das Risiko ein mit der Wohngemeinschaft. Ja, und schöne und liebe Grüße nach Wien. Ja, danke dir. Tschüss, Margot. Alles Liebe und schöne Weihnachten. Dir auch alles Liebe. Tschüss. Danke, Papa. Patricia, 22 Jahre alt. Hallo Patricia. Hallo Domian. Ja. Um was geht's bei dir? Ich wollte mich mit dir unterhalten, denn bald ist Weihnachten und ich kann es nicht riechen. Wie, du kannst es nicht riechen? Ich kann nicht riechen. Ach, du kannst nichts riechen? Nein. Und infolgedessen kannst du Weihnachten auch nicht. Jetzt verstehe ich das. Und infolgedessen kannst du Weihnachten auch nicht riechen.
Nein, und ich höre die anderen sagen, Freunde über den Weihnachtsmarkt gehen, ach, es riecht genau. So schön weihnachtlich. Nach Lebkuchen und nach Zimtsternen und nach Glühwein und weiß ich was alles. Ja, nach Kerzenduft und allem Möglichen, aber so. In meiner Nase gibt's das nicht. Warum kannst du nicht riechen? Das weiß ich nicht. Also es ist mir auch ungefähr vor 1 bis 2 Jahren bewusst geworden, so richtig, weil ich das ja eigentlich selber rausfinden musste, weil mir sagt ja keiner, ach du riechst aber komisch, das merkt ja keiner. Ja. Ach, das heißt, das ist schon ganz lange so, dass du nicht riechen kannst? Nein, aber weil ich nicht weiß, wie es ist, wusste ich ja auch nicht, dass ich jetzt nicht normal rieche. Also, aber man als Kind oder so wird man doch damit konfrontiert, wenn man sagt, guck mal, hier, riech mal. Und dann hättest du sagen müssen, ich rieche nichts. Ja, ich habe immer gesagt, ja, riecht gut. Ach meine so. Schwester, die ist total fanatisch nach Parfümerien und geht da ständig rein. Und ich bin dann auch mitgezogen worden. Das heißt im Klartext, es kann sein, dass du so geboren worden bist. Ja, es kann so sein, ja. Denn ich bin auch schwerhörig, höre auf einem Ohr nicht. Ja. Und das kann damit in Verbindung stehen. Das heißt, du weißt, wenn du von Geburt aus nicht riechen kannst, heißt das ja für mich jetzt, wenn ich immer versuche, das abstrakt zu denken, dass du gar nicht weißt, was ein Geruch ist? Nein. So wie ein Blinder, der von Geburt aus blind ist, nicht weiß, was eine Farbe ist. Genau, so kann, ne? So kann man es auch sagen. Ja, ich glaube, es wäre sogar auch schwierig für mich, jetzt auf einmal riechen zu können, weil ich das vielleicht überfordern würde oder mein Gehirn. Nun weiß ich ja, wenn ich starken Schnupfen habe und auch nicht riechen kann, dann schmecke ich auch nichts. Wie ist das bei dir? Ich kann schon schmecken, also dass es gut oder schlecht schmeckt, aber wenn mir jemand etwas vorlegt und ich nicht weiß, was das ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt wissen, dass das jetzt... Also die Feinheiten kannst du nicht auseinanderhalten? Nein. Du kannst keine Gourmet-Köchin werden? Bitte? Von der Konsistenz her merke ich das schon, dass es jetzt Paprika ist, weil es jetzt zärter ist als Avocado zum Beispiel. Ach so, du merkst es dann nur an, was weich oder harter ist. Du merkst es nicht am... Also weißt du vielleicht auch gar nicht, was Geschmack ist? Schon, doch. Also wenn ich weiß, das ist jetzt Paprika, dann weiß ich auch, ach ja, das schmeckt nach Paprika. Sagt dir süß-sauer etwas? Bitte? Sagt dir süßig, süß und sauer etwas? Ja. Das kannst du auseinanderhalten? Ja. Mhm. Ja. Salzig auch? Ja, auch. Ja. Mhm. Aber Gerüche dann gar nicht. Wenn man, ich stelle mir das sehr schwierig vor, ich bin ein sehr intensiver Geruchsmensch. Ich höre auch von vielen. Ja, total. Ich merke immer alles, wenn jemand irgendwie ein bisschen irgendwie nicht gewaschen ist oder Mundgeruch hat oder gut riecht. Also ich merke das immer über weite Entfernung. Deswegen stelle ich mir das so schwierig vor, wenn man nicht riecht. Beispielsweise auch darauf bezogen, du kannst ja von dir aus deinen eigenen Körper auch gar nicht beobachten. Nee, das macht mir manchmal auch Angst. Also ich weiß dann gar nicht, ob ich jetzt nach Schweiß stinke zum Beispiel, wie ich dann rieche. Das wäre jetzt der negative Fall, aber ich weiß auch nicht, wenn ich gut rieche. Ja. Und wie gehst du damit um? Wärst du dich jetzt umso mehr, dass du denkst, bloß nicht, dass ich irgendwie was ausdunste und die anderen Menschen das unangenehm finden? Das schon, ich denke schon daran, also ich wasche mich dann schon mal mehr oder mehr Deo drauf, aber ich weiß dann auch nicht, wann zu viel ist. Mhm. Genau, mit dem Deo kannst du ja auch nicht, du kannst es ja gar nicht dosieren, ne? Nee. Und was auch ganz schwierig war, also ich kam mal nach Hause und es hat in der Küche gebrannt und ich kam nach Hause und wusste nicht, ich habe es halt nicht gerochen. Ja, das stimmt. Und das hat mir dann auch sauer gemacht, wenn etwas in meinem Haushalt brennt oder riecht. Und es war auch tatsächlich mal so, dass was verfault ist, in der Ecke lag und ich das nicht gerochen habe. Ja, klar. Und wenn ich dann völlig allein auf mich gestellt bin, dann weiß ich das ja gar nicht, dann lebe ich wahrscheinlich dann damit. Du bist 22. Hast du einen Freund im Moment? Ja. Ja? Wie geht der damit um? Ja, wie geht der damit um? Der, aber der ist weiß auch es. Sehr starker Geruchsmensch. Ja, ja. Und durch ihn ist mir eigentlich das noch mehr aufgefallen, so. durch Kochen mit ihm oder durch das Alltagsleben, weil die riechen können, die haben ganz andere Verhaltensweisen, die stecken überall ihre Nase rein und er sagt dann auch, Also wenn du in die Küche kommst und da ist so ein leckerer Kuchen im Ofen, dann duftet die Küche ja für uns, die wir riechen können. Das merkst du gar nicht, ne? Nein. Nee. Aber ich glaube, das kompensieren können, denke ich, mit meiner Kreativität. Mit deiner Kreativität? Das heißt, du, was machst du? Ich schreibe Gedichte. Ach so. Und ich glaube auch, dass, also ich habe auch länger schon darüber nachgedacht, wie das dann entstanden ist, denn
während andere durch die Straßen gehen und etwas riechen, fordert vielleicht mein Gehirn auch nach etwas und es würfelt das, mir Worte zusammen. Und das kann, ja, das kann durchaus sein, dass es da so Zusammenhänge gibt. Durchaus, ja. Ja. Das freut mich dann wiederum. Das glaube ich. Hast du dich denn mal untersuchen lassen, was das ist, ob man das vielleicht sogar regulieren kann, woran das liegt? Du hast gesagt, dass du schwerhörig bist. Das ist ja so eine These von dir, dass es da einen Zusammenhang gibt. Oder hat das ein Arzt hier schon bestätigt? Nein, also dass ich jetzt zum Beispiel schwerhörig bin, das wird wohl auch in einer Hirnschädigung liegen. Ja, die du von Geburt aus an hast? Wahrscheinlich schon. Also der Hörschaden ist auch erst entdeckt worden, als ich 4 war und ständig in andere Richtungen lief, als mich jemand gerufen hat. Ach so. Und ich hatte auch einen Sprachfehler und da ist das dann entdeckt worden. Also das wird wahrscheinlich auch schon von Geburt an. Wahrscheinlich gibt es da einen Gesamtzusammenhang. Ja, ist ja auch ein wenig miteinander verbunden. Mhm. Wenn du, was für die meisten von uns ja auch so was Tolles ist, so im Frühling, wenn man über eine blühende Wiese geht oder man geht an einem Fliederstrauch vorbei oder so, das sagt dir alles gar nichts, ne? Nee. Du kriegst nur die warme Luft mit, aber die Luft ist immer konstant gleich, ne, für dich. Ja, die ist schon gleich. Also ich merke dann allerdings, wenn es in einem Raum stickig ist, dann ist ja auch notige Luft, aber ich merke nicht, dass es stinkt. Du solltest vielleicht einen Beruf ausüben, wo es immer ganz fürchterlich stinkt, was keiner machen will und du würdest das gar nicht merken. Was machst du denn für einen Beruf? Ja, das könnte ich machen. Also manche beneiden mich auch, wenn es fürchterlich irgendwo stinkt. Und ich gehe da durch und verziehe mein Gesicht nicht. Genau, du könntest im Klärwerk überall rumlaufen, da würdest du überhaupt nichts merken. Was machst du denn für einen Beruf? Ich bin Studentin. Für was? Literatur, Kultur und Medien. Ah ja, daher auch vielleicht die Verbindung zum Gedichteschreiben und zur Kunst. Dann zur Kunst, genau. Auch, also ich fühle auch sehr intensiv dafür, deswegen liebe ich auch sehr intensiv, glücklicherweise. Also, ich glaube, dass das alles immer nicht so ganz schlimm ist, wenn man das von Geburt aus anhat. Ja. Ich stelle es mir immer so schwer vor, wenn Menschen einen Sinn, das Augenlicht oder das Gehör oder so verlieren, die wissen, was es bedeutet, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu sehen. Aber so, du kennst es ja nicht anders und du hast dich ja damit arrangiert, ne? Ja. Ja. Das geht von daher. Ja. Wenn ich keine Ängste haben muss, dass ich irgendwo einen Brand nicht entdecke, also zum Beispiel mit dem Hören früher, da habe ich mir, als ich mir das dann auch bewusst wurde, das ist mir erst auch mit 12, 13 bewusst geworden, weil meine Eltern haben mir das nicht so direkt gesagt. Und ich habe dann nur gemerkt, dass ich mich von Menschen entfernt habe oder nicht so gerne in Anwesenheit vieler Leute war, weil ich dann gar nichts verstanden habe. Ja. Und was wollte ich gerade sagen? Das weiß ich nicht. wenn ich jetzt keine Sorge haben muss, dass ich, wenn es irgendwo brennt oder so, dass ich dann jemand mich helfen kann. Stimmt, das ist natürlich eine Gefahr damit. Ja. Ja. Was ich auch wirklich ganz irre finde, was du gerade erzählt hast, ist, dass du als junges Mädchen, wenn man sich vielleicht Parfümfläschchen kauft und so und die rumreicht und alle schnuppern dran und du hast dann gesagt, riecht gut, obwohl du nichts gerochen hast. Das ist schon verrückt, ne? Weil du dich wahrscheinlich auch geschämt hast, zu sagen, ich riech nichts, ne? Ja, schon, ja. Also es war auch so, dass als wir im Bus fuhren mit Freundinnen oder auf Klassenfahrten, dann haben die ja auch alle Walkman gehört. Mhm. Und ich war da nicht so dran gewöhnt, Walkman zu hören, weil ich ja auch nur ein Ohr gebrauchte. Und die schoben mir dann auch die Stöpsel in das linke Ohr und meinten, ja, wie findest du das denn, das Lied? Mhm. Und ich habe dann auch mal gesagt, ja, das ist schön. Gut an. Und du weißt ja auch gar nicht, wie dein Freund riecht, ne? Nein. Nee, da muss der sich nie die Füße waschen. Ja, das ist dann... Ich ihm gleich mal raten. Ja. Nee, liebe Patricia, trotz fehlendem Geruchssinn wünsche ich dir schöne Weihnachten. Danke dir Lass es dir schmecken, was es dann gibt. Alles Leckeres bei euch und ein gutes neues Jahr. Dankeschön, dir auch. Alles Gute, Dankeschön. Alles Liebe und guten Rutsch. Ja, dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Steffi, 24, hallo. Hallo, Domian. Guten Morgen. Hörst du mich? Ja, sehr gut, sehr gut. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um die Erythrophobie, wenn ihr das was sagt. Nee, sagt mir nichts. Das ist eine Form der Sozialphobie. Sagt ihr das was? Ja. Ja, das sind Menschen, die Angst haben vor anderen Menschen.
vor anderen Menschen, genau. Und Erythrophobie, das ist halt die Angst, vor anderen Menschen zu erröten. Ah, so nennt man das. Genau, ständiges Erröten. Und das ist halt mein Problem. Also du hast die Angst, du hast die Panik quasi, vor anderen Leuten zu erröten. Genau. Wobei, die Angst habe ich auch. Finde ich auch peinlich, wenn ich vor anderen erröte. Ja, aber das ist halt nicht mehr die Angst, sondern das geschieht bei mir in Momenten oder in Situationen, wo es für Außenstehende jetzt, die das vielleicht erleben, völlig unzuerklären ist. Ja, zum Beispiel? Okay, also es gibt gewisse Situationen, wo es halt für mich am schlimmsten ist. Ich meine, okay, normalerweise halt so das Typische ist, was halt ganz normal Sozialphobie ist, halt so vor mehreren Menschen sprechen. Klar. Oder irgendwie. Zu Abi-Zeiten war das schlimm, irgendwie. Referat halten, genau, ja, sowas. Genau, ja. Da habe ich mir lieber 0 Punkte geben lassen, als da irgendwie was vorzuführen. Ja. Was machst du jetzt vom Beruf im Moment? Ich bin momentan Mutter. Mutter? Mhm. Das heißt, da musst du vor nicht so vielen Leuten reden, sondern nur vor deinem Kind. Ja, aber damit ist es nicht geschehen, sondern bei mir ist halt wirklich jetzt eine Angst, die sich eingeschlichen hat, die ist ganz speziell. Und zwar ist es so, dass ich Angst habe, rauszugehen. Mhm. Und völlig bescheuert, das kann keiner nachvollziehen, rauszugehen und ich habe Angst, bekannte Menschen zu treffen. Also bekannte Menschen, Nachbarn, genau, Menschen, mit denen, die ich halt kenne und mit denen ich sprechen muss. Weil du Angst hast, dass du in dem Moment, wo du mit denen sprichst, aus welchen Gründen auch immer, eventuell errötest. Genau, bei mir ist es halt so, das kann ich mir selber überhaupt nicht erklären. Das ist so, als hätte sich das Gehirn irgendwie eingeschlichen, so eine Fehlschaltung oder irgendwie sowas. Mhm. Bei mir ist es so, ich habe Angst rauszugehen und ich habe Angst, Bekannte zu treffen. Ja. Weil in dem Moment, wo ich irgendwie, bei mir ist es auch so, ich gehe dann raus und sichere so mein Drumherum ab. Ja. Und in dem Moment hier in der Umgebung irgendwie dann sehe ich, oh, da ist jemand Bekanntes, kommt auf mich zu oder so. Da schaltet mein Körper auf Panik. Steffi, ich unterbreche dich mal ganz kurz. Ich bekomme gerade einen Hinweis aus meiner Regie. Du möchtest bitte deinen Fernseher ganz leise schalten oder dein Radio. Hast du das gemacht? Ist ganz aus. Irgendwas haben wir da. Ganz aus, ja. Ist ganz aus. Haben wir so einen Hall in der Leitung. Egal, aber wir können uns gut unterhalten. Also ich habe den Ton ganz aus oder soll ich den Fernseher ganz ausschalten? Wenn der Ton weg ist, dann ist es in Ordnung. Dann ist es ein anderes Problem. Gut. Dann ist die Panik da, wenn du diese Leute eventuell, wenn du dir vorstellst, dass du auf diese Leute triffst. Ja. Mhm. Die Vorstellung ist noch nicht mal so schlimm, das ist ja das Komische. Manchmal gehe ich raus, bin froh und mutig und denke so, alles ist gut, ich fühle mich gut heute. Ja. Und dann sehe ich von Weitem irgendwie jemand, der kommt auf mich zu und da schaltet mein Körper völlig auf Panik. So, und Schwindel, tot werden. Ach so, Schwindel sogar, so stark ist das da. Ja, teilweise. Spielen wir es mal weiter durch. Du siehst jemanden, du gerätst in Panik, Schwindel, du wirst schon in dem Moment rot oder erst, wenn du dich mit ihm unterhältst? Nee, das kommt teilweise dann wirklich in dem Moment schon so, dass der ganze Körper auf Panik schaltet, so mein Kopf glüht und... So, jetzt stellen wir uns vor, der Typ, der Mann, der Frau, die Frau kommt näher und spricht dich an und sagt, ach, hallo Steffi, guten Morgen. Was passiert dann, was geht dann in dir vor? Ja, das ist halt... wirklich einfach krankhaft, so wie ich finde, weil das ist mit Logik nicht zu erklären. So, normalerweise. Ich will es nicht erklärt haben, sondern einfach nur beschrieben haben. Bist du dann fähig, überhaupt zu reden? Genau, das kann auch manchmal so sein, irgendwie, dass ich erstmal rede. Mhm. Man redet, und in dem Moment merke ich, dass totales Unbehagen aufkommt. Ja, ja. Und, dass ich jetzt etwas tut und dann werde ich rot irgendwie. Ja. Gerätst du dann auch in Stammeln vielleicht? Nee, dann versuche ich davon abzulenken, irgendwie, indem ich irgendwie Husten vortäusche oder so, und mich zur Seite lenke, damit man das nicht sieht. Mhm. Und dann versuchst du wahrscheinlich so schnell wie möglich aus der Situation wieder rauszukommen, indem du sagst, ich muss weiter, ich habe einen Termin oder irgendwie sowas. Ja, entweder so oder halt, ich versuche dann halt mich abzudrehen und hüstel irgendwie rum und dann kann es sein, dass sich das in dem Moment legt. Wenn ich mich zur Seite drehe und das sozusagen ganz kurz für mich verarbeite und dann geht's wieder. Mhm. Und das Bescheuerte ist auch wirklich, wenn man mich jetzt fragt, irgendwie, woran liegt das? Mhm. So viele fragen mich, woran, oder halt so ganz paar Eingeweihte, ne? Mhm. Die fragen mich dann, woran liegt das irgendwie? Hast du Angst oder weißt du nicht, was du sagen sollst? Oder kannst du keinen Smalltalk machen? Sag ich, nein, das kann ich, das kannst du wunderbar. Ja. Aber es ist wirklich so, dieses Ding, das ist auch, wenn ich jetzt in einer anderen Stadt rausgehen würde, wo ich weiß, da treffe ich niemanden, dann ist alles okay, dann ist es wunderbar. Und ich kann auch wunderbar Smalltalk halten mit aber dem, dann, was ich... Ist die Frage ja berechtigt, sofern du das beantworten kannst, vor was hast du Angst in dem Moment?
Ich habe wahrscheinlich Angst. Das hängt wahrscheinlich auch irgendwie mit meiner Vergangenheit zusammen. Das ist, ich habe eine sehr turbulente Vergangenheit, wo ich echt in so einer Kunstwelt gelebt habe. Mhm. Drogen- und Techno-mäßig. Oh. Und wo ich etwas dargestellt habe, jahrelang, was ich nicht bin. Mhm. Aber ich wurde dafür geliebt. Mhm. Oder hatte ich zumindest das Gefühl. Und jetzt ist halt so das Ding, wenn ich jetzt rausgehe, ich denke immer noch so, ja, so liebt man dich, wenn du so und so bist. Mhm. Aber das, was ich damals vorgespielt habe, das war ich nicht. Hast du viele Drogen genommen? Ich habe viele Drogen genommen. Was für Drogen? Ecstasy und Speed und Koks. Ich habe im Technoladen gearbeitet. Könnte vielleicht sogar auch eine Nachwirkung des Drogenkonsums sein. Könnte auch sein. Also ich glaube ganz einfach, dass es wirklich das Ding ist, dass ich halt so viel Zuspruch und so viel, wenn auch unwirkliche Liebe erfahren habe in dem Moment dort. Scheinliebe. Scheinliebe, ganz genau. Und wo ich gemerkt habe, oh, so liebt man dich. Aber dieses, wie man mich da geliebt hat, so bin ich nicht. Verstehe. Und jetzt habe ich halt immer so dieses Gefühl wahrscheinlich, irgendwie, wenn ich auf Leute treffe, du musst jetzt so und so sein. Genau, und du bist ja jetzt nicht mehr. Genau, und du bist ja jetzt eben nicht mehr so, wie du damals warst. Genau. Und so, da hast du Angst, vielleicht durchschaut zu werden, ne? Dass das eben jetzt nicht mehr so ist. Genau, ganz genau. Und halt, weil ich echt nicht dieses starke, taffe Wesen bin, sondern absolut sensibel und verletzbar. Und habe halt. Wie ist das, darf ich dich fragen, während unseres Gespräches jetzt? Oder kurz vorher, bevor du dran gekommen bist. Das ist ja auch mal ein bisschen aufregend für die Leute, wenn die in der Warteschleife hängen und dann irgendwann von mir angesprochen werden. Wenn du jetzt hier mein Gast gewesen wärst im Studio, wärst du da auch rot geworden? Oder nicht, weil ich ein Fremder bin? Doch, vielleicht schon. Mhm. Aber jetzt am Telefon fühlst du dich ja ganz, ist es okay? Ja, aber ich habe auch schon ein bisschen Wein getrunken. Ja, also. Bisschen Mut angedrungen. Dieses ganze Phänomen, das wird schlimmer, ne? So hört sich das gerade an. Mhm. Das heißt, da musst du was unternehmen. Ich habe auch einen Arzt, wo ich hingehe. Und ich hatte schon mal versucht, eine Therapie anzufangen, aber das war sowas von lächerlich. Das war halt ein Typ, der wirklich noch irgendwie in der Lernphase war. Das kam mir echt so vor, als hätte er irgendwie so ein Wochenendseminar belegt, von wegen, wie behandle ich Drogenabhängige. Ich fänd in deinem Fall gut, wenn du an einen Mediziner geraten würdest. Ja. Ein Psychiater, der auch Psychotherapeut ist. Das finde ich sowieso immer ganz genial, die Verbindung. Ich habe einen super Arzt, total klasse. Nur der macht halt keine Therapien irgendwie, die für mich zuständig sind, so in dem Sinne. Also ich gehe zu dem alle 2 Monate und so. Und ich muss mich jetzt drum bemühen. Und dann hoffe ich irgendwie, dass es fruchtet. Und warum ich dich eigentlich anrufe, ob das irgendwie möglich ist. Ich würde gerne mal super, super, super gerne den Austausch haben zu Gleichgesinnten. Die so ein ähnliches Bild haben, wie du es gerade von dir geschildert hast. Genau. Ein Empfindungs- oder Krankheitsbild kann man das ja schon nennen. Ja, auch genau so spezifisch, wie ich das habe, weil es kommt mir halt so krankhaft vor, dieses, weil andere Menschen, wo ich jetzt nicht darüber spreche oder die mich halt in oberflächlicheren Situationen kennen, die würden sagen, ach, du bist so selbstbewusst, was weiß ich. Und gut, jetzt und machen wir das so. Ich würde super, super, super gerne irgendwie, wenn Menschen das jetzt hören, die das genauso kennen oder die... Dann mögen diese Menschen uns bitte mailen unter domian@wdr.de. Ganz dann erreichen wir das an dich weiter. Und ich würde mich super, super darüber freuen, mich mit diesen Menschen irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. Das finde ich auch eine gute Idee. Dennoch fände ich es auch gut, wenn du jetzt noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen würdest. Ja. Ja? Ja, das mache ich. Das ist der Peter. Danke. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Ich dir auch. Schöne Feiertage. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Jacqueline, 31. Hallo Jacqueline. Hallo Domian, grüß dich. Ja, hallo. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin ein bisschen nervös. Leg mal einfach los. Dass ich vor ungefähr über einem Jahr auf eine Dirtingline gegangen bin, auf eine Flirtline. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin seit fast 7 Jahren in einer festen Beziehung. Ja. Wir haben getrennte Wohnung. Und naja, fing dann eben halt an, auf dieser Flirtline mich mit Männern zu verabreden. Mhm. Hast du gerade gesagt Dirtingline? Ja, so eine Flirtline. Flirtline. Flirtline, nicht Dirtingline. Dirtingline habe ich ja nie gehört. So. Nee, so eine Flirtline. Flirtline, ja. Und habe mich dann irgendwann auch mal mit Männern verabredet. Aha. Mhm. Und da ist es natürlich dann auch zu mehr gekommen, dass man dann miteinander geschlafen hat. Mhm.
Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, Mensch, an und für sich kannst du da ja auch Geld für nehmen. Mhm. Naja, und mittlerweile mache ich das seit 3 Monaten, dass ich das also nicht mehr unentgeltlich mache. Ja. Und ja, aber natürlich meinem Partner gegenüber unwahrscheinlich Gewissensbisse. Der nichts von all dem weiß? Nein. Mhm. Das heißt, du bist Hobbyhure. Ja. Wir müssen was so krass ausdrücken. Ja. Wie viel Mal hat das jetzt schon sowas? Gezählt habe ich es nicht, aber es war mit Sicherheit schon 8, 9 Treffen. Mhm. Einmal war es mit einer Übernachtung. Mhm. Mit der Übernachtung sogar, das ist ja nur sehr intim. Ja, einmal, wie gesagt. Und was hast du dafür genommen? 150 für eine Übernachtung. Mhm. War natürlich dann auch mehrmals das, was lief und natürlich auch ein extremer Altersunterschied. Und nämlich? Wie alt war der? 55. Mhm. Du bist 31. Ja. So, seit 7 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Das ist ja dann schon krass, was du da machst. Ja, auf jeden Fall. Finde ich heftig, heftig, heftig. Sich überhaupt mit anderen Leuten, anderen Männern zu treffen, finde ich schon schlimm. Ne? Aber das, was du da jetzt machst, warum machst du das denn, Mensch? Warum mache ich das? Reingeschlittert bin ich eigentlich. Ich sehe meinen Partner ziemlich wenig. Mhm. Wir führen eine Wochenendbeziehung und aus beruflichen Gründen sehen wir uns noch weniger. Keine Begründung. Ja, sicherlich. Es ist auch keine Entschuldigung, gar keine Frage. Ich fühle mich einfach irgendwo vernachlässigt. Ich bin ein sehr anhängiger, ein sehr schmusebedürftiger Mensch und ja, bekomme all diese von meinem Partner nicht mehr. Okay, aber das was, nicht. Ja, aber was du da jetzt machst, du arbeitest ja als Prostituierte, so muss man es ja ausdrücken. Das Ding ist, dass ich selber nicht weiß, wie ich da wieder letztendlich rauskommen soll, weil irgendwo habe ich ja jetzt mittlerweile Blut geleckt. Es ist ein leicht verdientes Geld. Ja, du bist auch noch hauptsächlich auch berufstätig. Du hast auch noch einen Hauptjob, oder wie? Nee, ich bin nicht berufstätig. Was machst du denn so vorher den ganzen Tag? Ich bin zurzeit leider Rentnerin aus gesundheitlichen Gründen. Ach so, schon, in deinem Alter. Ja. Mhm. Bin, aus psychischen Gründen bin ich berentet worden. Verstehe, ach so. Und dann ist das natürlich jetzt ein schöner Nebenerwerb für dich. Ja, da die Rente natürlich nicht extrem hoch ist. Ne? Was empfindest du denn, wenn du mit diesem Typen wildfremden Menschen da Sex hast und Geld nimmst? Macht dir das irgendwo auch noch ein bisschen Spaß? Es macht mir durchaus mitunter auch Spaß, wenn mir der Mensch selber auch sehr sympathisch ist und mir auch gut gefällt, dann macht es mir durchaus auch Spaß. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo ich dann sage, oh, was ist das denn für ein Sex? Um Gottes Willen, hoffentlich ist das bald vorbei. Und ich hoffe zumindest, dass du alles geschützt machst. Ja, das auf jeden Fall, schon alleine wegen meinem Partner gegenüber die Verantwortung, also ohne Kondom. Was ist denn das für ein Gefühl zu deinem Partner? Würdest du da noch von Liebe sprechen? Ganz ehrlich gesagt, geliebt habe ich ihn noch nie. Oh. Es ist irgendwo mittlerweile auch so eine Beziehung irgendwie geworden, wir können nicht mehr miteinander, aber auch nicht mehr ohne einander. Du bist 7 Jahre mit jemandem zusammen, den du nicht geliebt hast? Ja, er mich aber auch nicht. Das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Was seid ihr denn für zwei Menschen? Was ist denn da los? Ja, weiß ich nicht. Man hat sich damals kennengelernt. Ich meine, dann kannst du sie mir auch erzählen, was du machst. Es ist auch egal. Im Grunde schon, ja, sicherlich. Aber ich wüsste oder ich weiß ganz genau, dass ich ihm damit unheimlich wehtät. Und das möchte ich nicht. Habt ihr denn Sex miteinander? Ganz selten. Mhm. Also im Prinzip seid ihr ja Kumpels, gute Freunde, die ab und zu auch mal Sex miteinander haben. Ja, die miteinander Sex haben, die ihre Wochenenden oder auch Urlaub miteinander verbringen und die sich gegenseitig helfen, unterstützen, wo sie können. Also ich würde dir das Pferd von der Seite aufzäumen in deinem Fall, dass ich erstmal Klarheit in diese Beziehung reinbringen würde, um zu sagen, um es anders auszudrücken, diese Beziehung als Freundschaft zu deklarieren oder zu erklären, dass es eben keine Beziehung ist. Und dieses macht dich frei und dann kannst du machen, was du willst. Wenn du da Bock drauf hast, was du da machst, mach es. Aber mach es dann nicht heimlich und klär das mit diesem deinem Partner einfach mal ab, was ihr überhaupt miteinander macht und habt. Ja, ich meine, ich habe ihm das ja schon so oft gesagt, was mir fehlt. Und es ist auch so, ich muss dazu sagen, ich habe also auch eine ziemlich schlechte Kindheit gehabt und überhaupt irgendwie schlechte Vergangenheit. Und sicherlich steht er mir bei allem bei und er hilft mir und er tut und er macht. Und ich habe ihm auch schon 100.000 Mal gesagt, was ich will, was ich nicht will. Aber da kommt irgendwie, ich rede da irgendwie so gegen eine Wand. Erzähl mir mal ganz einfach, was du tust. Das wird schon ein bisschen Wind in die ganze Sache bringen. Ja, soll ich ihm einfach sagen, dazu, mein Lieber, ich tue dieses, jedes, welches? Finde ich schon, warum nicht? Weil ich weiß, dass er dann geht.
Das weiß ich nicht, aber wenn er einfach nur dein guter Freund ist, dann ist das, glaube ich, das nicht. Und wenn dann etwas in Bewegung bei euch kommt, ist das auch in Ordnung. Weil das ist ja alles ziemlich ja, unnatürlich auch, wie du da lebst oder wie ihr lebt. Jetzt muss ich aufhören, weil die Sendung gleich vorbei ist. Jacqueline, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für dieses Jahr von uns. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Marco Rössler, Volker Tarke, Stefanie Sobania, Tim Stienauer, Florian Jochem, Corinna Mindermann, Elke Büchter. Wir haben jetzt Weihnachtspause bis zum 7. Januar. Ich wünsche euch von Herzen schöne Weihnachten, glückliche Weihnachten. Und ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr, ein gutes Jahr 2005. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr, Berlin. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Wissmann von der CDU, hat den